JD-Film zeigt Bergbaugeschichte. Bergmuseum Karlschacht, Knappschaftsverein Volzberg-Höflacher Revier. Der Bergmann ruft vom Schacht herauf, den schönen Bergmannsgruß, Glück auf, den schönen Bergmannsgruß, Glück auf. Glück auf. Geschichte der Kohlenförderung mit der Hand, mit dem Pferd, mit der Diesellok war es eine große Erleichterung. Später kamen erst die Förderbänder. Diese elektrische Fahrdrahtlokomotive wurde erstmals von 1942 bis 1948 in der Grube Hocheck, Karlschacht eingesetzt. Hersteller war die Firma Goldebrand Kirchbichl, hatte eine Spannung von 220 Volt Gleichstrom. Als Anhängelast wurden 40 Grubenhunde vorgeschrieben. 1948 kam die E-Lok in die Grube Oberdorf, wo sie im Moritzstollen für die Kohlenförderung verwendet wurde. Die Lok war bis zur Schließung der Grube Oberdorf im Jahre 1978 eingesetzt. Heute erzählt uns der damalige 18-jährige Lokführer Josef Jost seine Bergbaugeschichte. Mein Name ist Josef Jost. Ich wohne hier in Holzberg. Ich habe fast 40 Jahre bei der GKB gearbeitet. 1953 bin ich in der Grube Oberdorf, Bernbach, zur GKB gekommen und war dort 20 Jahre Untertag beschäftigt. Im Herbst 1953 habe ich begonnen mit einer E-Lok Kohlehund aus der Grube, aus dem Stollen, Moritzstollen, herauszuführen. Ich war da von 1953 bis 1960 Lokführer und bin anschließend dann in den Grubenabbau, in den Kleinfaller Bruchbau als Füller, Leerhauer und Hauer tätig gewesen. 1964 bin ich von Oberdorf, von der Grube, nach Lyon mit die Berg- und Hüttenschule, wo ich 2 Jahre die Berg- und Hüttenschule besucht habe. Ich bin dann 1966 als Steiger wieder zurück zur GKB und in die Grube Zanktal, wo ich 5 Jahre von 1966 bis 1971 in der Grube tätig war. 1971 bin ich zurück nach Oberdorf und war dort als Grubensteiger vor Ort tätig. 1973 im Mai bin ich mit 2 Diplom-Ingenieuren der GKB und 2 Steigerkollegen nach Griechenland auf den Peloponnes. Und dort haben wir einen Kohlentagebau aufgeschlossen und die Bergleute, die Griechischen, eingeschult. Wir waren dort knappe 5 Jahre berufstätig, also von Mai 1973 bis Ende 1977. 1977 sind wir von Griechenland zurückgekommen und haben in Bernbach, Oberdorf, den Großtagebau Oberdorf für die GKB aufgeschlossen mit Schaufelradbagger von der Insel Lauchhammer aus Ostdeutschland. 1983 und 1984 war ich mit demselben Team, GKB-Team, 2 Jahre auf der Insel Semerara auf den Philippinen berufstätig, wo wir auch mit Schaufelradbagger philippinische Bergleute eingeschult haben. Ende 1994 bin ich wieder zurück nach Oberdorf und war weiterhin auf den Kohletagebau berufstätig.
Im Herbst 1991 bin ich dann in den Vorruhestand getreten und seither bin ich im Ruhestand. 1994 wurde der Weststeirische Knappschaftsverein gegründet. Ich war damals für 5 Jahre Obmann und es ist für mich eine Freude, dass es den Knappschaftsverein nach wie vor noch gibt und dass er so sehr gut von den beiden Obmännern, Herrn Birnhuber und Herrn Bernsteiner, geführt wird. Es wird mit diesem Knappschaftsverein auch bei uns im Bezirk die bergmännische Tradition aufrechterhalten. Und das soll so bleiben, ist meine Meinung. Ernst Amreich, 1955 habe ich in der Werkschule in Birnbach als Werkschüler angefangen. Da bin ich nach Oberdorf überstellt worden. Dort bin ich noch Lampist geworden und dann zum Hundekuppeln und später dann in die Grube als Schildrutschenfahrer engagiert worden. Und dann bin ich auf Zanktal überstellt worden als Werkschüler. Da war ich 9 Monate bei den Elektriker. Und dann bin ich als Bergschüler in die Grube ab 16 Jahren. Und dann 1958 bin ich aktiv überstellt worden in Zanktal als Lieferer. Und dann später bin ich als Grubenschlosser tätig gewesen bis zu meiner Pensionierung 1989. Wie ich in den Jahren von 53 bis 60, 61 Loch, 60 Loch gefahren bin, war der nebenstehende Freund von mir heute noch, der Ernst Amreich, Grubenhund Kuppler, für mich mit den Zügen, die ich dann in den Mahlstuhl hineingefahren bin. Und der Ernst war einer der besten Hundekuppler damals. Hut ab! Vor ziemlich genau 65 Jahren habe ich mit dieser Lok begonnen, in Bergbau Oberdorf in den Mahlstuhl hineinzufahren mit einem Hundezug zwischen 35 und 40 Hunde angehängt, den Mahlstuhl hinein und wieder retour. In einem solchen Hund, wo einer da hinten steht, sind ungefähr 1 Tonne Kohle hineingegangen. Und die Lok wurde jetzt von Ex-Kollegen von der GKB so schön hergerichtet, dass es recht eine Freude ist, dieses Gerät zu sehen, mit dem ich so lange Zeit voraus einmal selbst gefahren bin. Wir haben damals zwischen 35 und 40 Kohlenhunde angehängt. Und in einen Hund sind damals ungefähr 1 Tonne Kohle hineingegangen. Hier ist der Starthebel. Hier der Hebel, wie die Richtung angegeben wird, vorwärts, rückwärts. Hier die Bremse. Und die Lok ist wie neu zurzeit. Jetzt ist die Lok gekommen und ich muss jetzt den Hund koppeln. Ne? Am 30.11.1978 wurde der letzte Hund mit Kohle aus der Grube Oberdorf aus dem Moritzstollen gezogen. Heute hält der Knappschaftsverein Volzberg-Höflacher Revier sowie die Bergkapellen die Bergbautradition am Leben. Am 4. Dezember eines jeden Jahres wird die Barbara-Feier zu Ehren der heiligen Barbara begangen.
die Barbara von Nikomedien, auch als heilige Barbara bekannt, war eine Märtyrerin im 3. Jahrhundert. Heute ist die heilige Barbara als Schutzpatronin der Bergleute, der Geologen, der Sterbenden, der Gefangenen und der Feuerwehrleute bekannt und damit eine der populärsten Heiligen. Ich werde nicht übers Räder springen. Und so werde ich ihm die ehrenvolle Aufgabe übertragen und ihm die Prüfung abnehmen. Dein Name, Gerhard Pfarrer. Deine Heimat, Österreich. Dein Stand, Geschäftsführer. Dein Spruch, heilige Barbara, du edle Braut, dir sei mein Leben anvertraut. Sowohl Reichtum als Gesundheit sei vergänglich. Der Bergmannsfluss bleibt lebenswürdig. Glück auf! Der Ledersprung ist auch heute noch ein Teil des Aufnahmerituals in den Bergmannstand. Nach Beantwortung von 4 Fragen leert der Anwärter ein Glas Bier und springt von einem Bierfass herab über ein Arschleder, das von 2 Bergleuten, ältester Arbeiter, ältester Bergingenieur, gehalten wird. Jetzt nimm das Glas in die linke Hand und lenk es aus bis an den Rand. Lenk es aus. Wink es aus. Wink es aus. Wer übers Leder springt, wird Ehrenbergmann. Dann Applaus. Und jetzt spring über das Leder in deinen neuen Stand. Halt ihn stets in Ehren, geht auf. Danke, gratulieren.